Was bisher geschah? Ich bin so unsicher. Ich bin immer dazu geneigt, jedem zu glauben, was er mir erzählt. Ich bin so naiv eigentlich. Und so geht's weiter. Wahrscheinlich hat es die dunkle Brut in der letzten Ecke noch nicht gehört. So, hier ist dicht, da ist dicht. Hier muss es ja normalerweise auch lang gehen, weil das ist ja offensichtlich ein Weg, den ich nicht entlang darf. Okay, wir gehen erstmal einfach weiter und gucken uns um. Ich bereue gerade ein bisschen, dass ich nicht zum Sammelpunkt gegangen bin, weil vielleicht hätte es da ja neue Informationen gegeben. Sag mal, laufe ich auf Anhieb richtig? Schon wieder? Entgegen meinen Willen? Truhe. Hello. Oh, wow, people. Ich, wow. Hör dich, Oma. Ich habe keine Angst vor dir! Du kannst einfach auf ihn einschlagen. Okay, jetzt steckst du in Schwierigkeiten. Autsch. Gut, dass wir uns alle irgendwie angezündet haben damit. Wie lange sie einfach braucht zum Aufstehen. Kannst direkt dich wieder hinlegen. Wir werden dich Er ist ein fucking Schurke. Das ist aber schön. Eine Sekunde. Ich habe vor allem immer noch nur 4 Wundumschläge. Was ist das? Kriegsschrei. Ach so. Ach, das hat irgendeiner von denen gerade gemacht. So, du kannst dich mal... Warte. Du kannst dich mal eben kurz heilen. Ich Zeig bin mir so einfach weit. Den richtigen Weg. So, es geht ihn. Wir kämpfen für die Ehre. Nacheinander. Bitte verfehl nicht dauernd. Meine Fresse. Nö, 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 nö. Für Osama. Nö, 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 ich will jetzt nicht. Goddammit, ich will mich nicht heilen. Ich will gar Sehr keinen schön. Heilen müssen. Bitte. Dankeschön. Sehr gut, Freunde. Sehr gut. Du komm mal her, wenn du ein Schurke bist. Yeah. Sehr schön. Ich bin dran. Voller Pfeil. Kannst du direkt mal ausrüsten. Ich meine, wir haben ja eh nichts zu verlieren. Viel Spaß. Machst vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Ist gar nicht so schlecht. Wir lassen uns kurz Zeit, damit das Leben sich regenerieren kann. Ohne, dass wir was benutzen müssen. Ah, schön, Wundumschläge. Ne, irgendwie kommen die Startstory hier auch schon deutlich länger vor als die anderen. Die haben irgendwie immer so eine 1,5 Stunden gedauert. Und hier habe ich das Gefühl, ich bin mal ansatzweise fertig. Ich werde jetzt auch mal zwischendurch speichern. So, just for the jiggles. Es sieht aus, als sei jemand schneller gewesen. Diese dunkle Brut ist ganz frisch. Wer auch immer diese Tür geöffnet hat, ist vermutlich noch da drin. Macht euch bereit, alles anzugreifen, was sich bewegt. Sie haben die dunkle Brut erschlagen, es könnten Verbündete sein. Sie brauchten einen Siegerring der Edukin, um hineinzukommen. Dann sollten wir dafür sorgen, dass sie den Schild nicht finden. Das sollten wir vielleicht mal kurz anmerken. Er könnte gestohlen worden sein. Entweder kürzlich oder schon vor Generationen. Oder ein ambitionierter Vetter, der auf seinen eigenen Ruhm aus ist. Wir werden es noch früh genug herausfinden. Niemand stiehlt mir meinen Ruhm. Wir sollten nichts überstürzen. Wer auch immer es ist, der Schild gehört mir. Wir sollten nichts überstürzen. Verstanden. Bewegung, Männer! Das ist bestimmt einer meiner Brüder. Und ich wette, Belen. Ich nahm eines Zwergs. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bestimmt ein anderer Bruder. Nee, der hat eine Glatze. Ich glaube, mein Bruder hatte keine Glatze. Hallo? Du siehst... Nee, du siehst nicht frisch aus. Hallo? Ich habe schon wieder ganz vergessen, wie mein anderer großer Bruder hieß. Großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder? Hallo, Söldner? Ich freue mich, euch endlich bei uns zu haben. Wir hatten schon befürchtet, die dunkle Brut hätte euch gefressen. Leider hat sich herausgestellt, dass der Schild nicht ganz so einfach zu bekommen ist, wie man mich glauben ließ. Aber ich wette, ihr wisst, wo er ist. Vielleicht könntet ihr mir sagen, wo er ist. Dann lasse ich meine Jungs nicht auf euch los, bevor ich euch zu euren Ahnen schicke. Gorim, diese Männer werden nicht überleben. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier hereingekommen? Der Schild ist eine Metapher. Die Kraft steckt in uns allen. Die Schild ist im Hauptraum unter dem Boden. Wer seid ihr und wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Ich bin euer Ende. Mehr müsst ihr nicht wissen. Und wie ich hier hereingekommen bin, könnt ihr ja den Stein fragen, nachdem ich mit euch fertig bin. Also, wo ist der Schild? Sagt mir, wie ihr hereingekommen seid, dann sage ich euch, wo ihr den Schild findet. Ihr seid ein Idiot und bald seid ihr ein toter Idiot. Probieren wir es mal mit überreden. Ein kleiner Handel, was?
Ich schätze, wir sind beide überzeugt, dass es nichts schadet, etwas zu verraten, weil der andere ohnehin nicht lange genug leben wird, um diese Information zu nutzen. Schön. Einer von Prinz Trians Männern hat mir den Ring gegeben. Er hat die Tür einfach geöffnet. Also, wo ist der verdammte Schild? Habt ihr wirklich geglaubt, ich würde es euch sagen? Ich werde es eurem toten Körper zuflüstern. Der Schild ist eine Metapher. Oh, sie beliebt zu scherzen. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Und jetzt erledigt diese Schwachköpfe. Ich schätze mal, der Kampf war nicht zu vermeiden. Diamant. Betrachtet es als ein... Du wolltest es so. Alle auf den Hauptmann, glaube ich, ist die bessere Keine Variante. Gnade. Wenn wir wirklich kämpfen müssen, jetzt mach ihn direkt nochmal zu Boden. Oh mein Gott, geht mir aus dem Weg. Findest du dein Ende? Kann ich hier vielleicht nicht angreifen? Macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn? So ist super. Oh Gott. Oh Gott. Du wirst vom Hauptmann angegriffen, wa? Dann nimm mal hier einmal den. Da haben wir ja ein bisschen was. Den packe ich dir auch nochmal vorsichtshalber rein, falls du ihn gleich brauchst. Für den König! Ja. Go, lauf den Hauptmann. Macht doch alles, was ihr wollt, nicht wahr? Oh Gott, der arme Schurke. Warte, den kriegen wir jetzt auch noch gut. Guck mal. Nur einen Wundumschlag quasi gebraucht. Und der kleine Söldner. Oh. Ach, Magier. Nee, doch, kein Magier. Ich wollte gerade sagen, wie kann der denn... Ich sage, können gar keine Magier. Das tut mir leid. Ich weiß es. Munitionsfass. Ballisterbolzen. Ach ja. Brauche ich, glaube ich. Hoffentlich. Denke ich nicht. Lass mich mal erstmal hier alles kurz looten und dann zwergisches Langschwert und noch ein bisschen Betrachtet was vom ist Söldner. Und sind das Türen, in die ich rein kann? Nee. Wir haben hier aber ein nettes Lager aufgebaut für die paar Sekunden, die sie offensichtlich hier waren. So, hey, komm mal her. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn er jetzt gesagt hätte, er kann nicht, sein Fähigkeitenlevel reicht nicht, dann wäre ich aber am Dreieck gesprungen doch. So, was hat denn der Hauptmann? Edukin Siegelring. Ist das wirklich Trians Siegelring? Das muss nichts bedeuten. Ja, mein Bruder war diesmal ein bisschen schlampig. Trian wird dafür bezahlen. Das muss nicht unbedingt was bedeuten. Das könnte auch gestohlen worden sein und damit es so aussieht, als ob er das gemacht hätte. Oder es ist eine Warnung, dass wir wachsam sein sollten. Vorsicht, Kanishan. Sollen die Intriganten doch kommen, wenn sie es wagen. Du machst dir zu viele Sorgen. Vorsicht, Kanishan. Das sehe ich auch so. Vielleicht sollten wir jetzt diesen Schild suchen. Kannst du mich mal hier in Ruhe looten lassen? Seit wann gibst du hier eigentlich die Befehle? Dankeschön. Wird erledigt. So. Ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich so akribisch mache, wenn ich es ja sowieso nicht nutzen kann. Aber na gut. Egal. Gut. Ja, da vorne blinkt es. Ich bin sofort bei dir. Blinkender Punkt auf der Map. Lass mich mal erstmal den verkohlten Leichnam kurz untersuchen. Und sehen, was mit der Balliste ist. Hallo, Balliste. Ich lade sie. Ich schieße. Und, oh. 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 Ups. Ah, da kommen wir zurück mit... Ja, natürlich eine Falle. Freunde, ihr müsst nicht angreifen. Guckt zu, wie die Viecher auf uns zu laufen. So ist gut. Oh. Das ist fast schon zu leicht. Oh, guck mal, wie sie alle auf den Arm klein einhacken. Oh. Go. Wird erledigt. Na, komm schon. Du bist kein Gegner für uns. Ich werde nicht so, den kann ich nicht... Oh Gott. Hat er mich gerade angespuckt? Ein bisschen eklig. Betrachtet es. Sind euch eigentlich ja süß, aber anrotzen müsst ihr mich nicht. Kann ja auch nichts dafür. Ich mach auch nur meinen Job hier. Jesus! Ausgezeichnet. Uns gut. Oh Gott, wo laufen die jetzt hin? Ich wollte nicht so weit laufen. Ich werde es tun. Ich kann's schön mitnehmen. Ah gut. Kommt mit, Freunde. Ihr könnt gerne ein bisschen laufen. Vor allem, wir haben immer noch kein Level-Up. Ich glaube, in dem anderen Startding hatten wir schon 3 Level-Ups oder so. Habe ich schon gespeichert? Oder hatten wir ein Level und ich habe es nicht mitbekommen? Nö. Wir sind immer noch Stufe 1. Wie schön. Obwohl das Turnier gewonnen wurde, ja? Von uns und so. Voll krass. Das ist der Raum. Wie kommen wir an den Schild? Sehen wir uns um. Es muss einen Hinweis geben. Das finde ich schon raus. Ich habe keine Ahnung. Sehen wir uns einfach mal erstmal um. Ihr zwei, seht nach, ob ihr etwas findet. Das sieht mir aus wie eine Falle. Einige der Fliesen unterscheiden sich von den anderen. Du bist so schlau.
Das ist ja unfassbar. Ach, ich vermute, ich weiß. Okay. Das. Einmal. Und ISD zweimal. Und ISD SD dreimal. Alle unten? Hier ist eine Vertiefung, die den Siegelring der Edukens zu entsprechen scheint. Drücke deinen Siegelring in die Vertiefung. Der Deckel des Sarkophags gleitet zur Seite und gibt den Blick auf einen kleinen Hohlraum mit dem Schild von Edukens frei. Oh. Ich habe nicht genug Geschafft. Stärke. Geschafft! Wir haben ihn! Er sieht nicht besonders beeindruckend aus. Unser handwerkliches Können hat sich seit damals ziemlich weiterentwickelt. Aber trotzdem ist er der Schild von Edukens. In diesem Schild steckt die Stärke der Edukens. Genug geredet, er ist ein Symbol, mehr nicht. Ja, ein Symbol, wo die Stärke drin steckt, bla. Ich kann es spüren. Es ist inspirierend. Wenn ihr es sagt, das ist nur ein Schild. Genug geredet, wo ist der Treffpunkt? Zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Bei der Wegkreuzung. Zur Wegkreuzung. Kann ich mich hier noch umsehen? Nö, okay. Achso, doch, darf ich. Danke. Ich wollte mir gerne diesen Christ... Ist das Lyrium? Dazu sagt sie nichts, dass hier ein Hammer liegt und so ein Lyrium-Ding und so. Nö, ist okay. Dann folgt mir mal bitte wieder. Es wäre sehr nett, dass ich hier nicht alleine rumrennen muss. Das würde ich begrüßen. Dann laufen wir jetzt einfach Habt mal... Die dunkle Brut hat uns aufgespürt. Das könnten weitere Söldner sein. Oder Verstärkung der dunklen Brut. Ja, wir sollten oder auf das. Jeden Fall vorsichtig sein. Go! Betrachtet es als Ellie. Genau, alle auf einen, dann geht's schneller. Alle auf den scheiß Kackwolf hier. Der offensichtlich total viel Leben hat. Wer kann denn das? Alter, Verwalter, hier. Hör auf, ihn anzugreifen. Sei ein netter Wolf. Liebes Wauwau. Gutes Wauwau. Go! Sehr schön. Seid ihr noch vorsichtig? Den habe ich jetzt erstmal umgenockt. Kommt gleich der hier ran und da hinten kommen schon neue Tiefenlaufer. Die offensichtlich befreundet sind mit den hier ansässigen dunklen Blutvätern. Hey, bleib hier! Level up! Da! Das klingt, als würden wir Katzen miauen. Der Ruhm wird mein sein! Stirb! Das ist voll traurig. Ich will ihn nicht. Wie ihr meint. Können wir nicht Freunde sein? Oh mein Gott, wie brutal! Gut, gut. Ich bediene mich mal eben. Dankeschön, Dankeschön. Ich brauche keinen Lyrium tragen, aber was soll's. Jesus. Jesus, warum haben die alle Lyrium-Tränke dabei? Plus. Genau, ich hatte ein Level-Up. Mehr Stärke. Ich glaube, das reicht nicht. Ich brauchte 24 oder so. Das darf ich nicht. Das kriege ich erst mit Level 4. Präziser Schlag. Schildblock passiv. Durch Kampftraining mit dem Schild wird der Schutz des Charakters erhöht. Gegner können dem Charakter auf der Schildseite nicht länger an die Seite fallen. Dann machen wir mal das. Das ist passiv. Das bringt uns jetzt, glaube ich, am ehesten noch was. Kann ich jetzt den Schild anziehen? Frage ich mich. Kleiner, runder Metallschild. Ach so, der ist gar nicht zum Anziehen. Nein, nein, der ist nicht zum Anziehen. Schade. Das ist einfach really, really schade. Trägt sie den? Tatsächlich. Habe ich wahrscheinlich... Ach, die Mod habe ich vergessen, wieder umzuändern. Ist egal. Wir brauchen keinen Kopfschmuck. Wir bleiben so, wie wir sind. Natürlich und so. Haben wir irgendwas, was uns das Ganze hier noch ein bisschen erleichtern könnte? Rüstung. Nö, das ist schlechter. Gut, nicht wirklich. Wie ich sehen darf, nicht wirklich. Wir bleiben also bei dem, was wir haben. Und ich schätze mal, zweckisches Langschwert, das ist alles auch nicht wirklich viel besser als das, was wir haben. Nö, dann bleiben wir dabei. Wir gehen weiter, Freunde. Folget mich, ich kenne den Weg. Leichnam eines Zwergs. Wir sind doch jetzt quasi auf dem... Ja, wir sind auf dem Rückweg. Oh. Hallo. Du müsstest ja eigentlich von der Söldnergruppe sein. Weißt du? Oh. Wenn Trian wirklich etwas gegen uns plant, wäre das hier der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Wir haben den Schild und wir sind ganz allein hier draußen. Ich bin auf alles vorbereitet. Trian ist mein Bruder, es wird nichts geschehen. Verlier jetzt nicht die Nerven. Natürlich nicht. Was murmelt ihr da? Konzentriert euch auf die Mission, nichts Familienangelegenheiten. Mein Bruder Trian könnte versuchen, uns auf... Nee. Konzentriert euch einfach auf die Mission. Wie ihr wünscht, Kommandantin. Gut. Das klang aber nicht so gut. Das klang nach Massensterben, wenn ich kurz so sagen darf. Ich wette, Trian ist tot und beheben wir uns das anhängen.
Das kann sein, oder? Das war jetzt gerade so ein kleiner Geistesblitz. Beim Stein, das ist Trian. Die dunkle Brut muss ihn angegriffen haben. Das sieht nicht nach dunkler Brut aus. Keine Bisse, keine Kratzer, keine Verstümmelung. Seid vorsichtig, die Täter könnten noch in meiner Nähe sein. Wir müssen meinen Vater warnen. Gut, ein Problem weniger, um das wir uns Sorgen machen müssen. Bien hat mich hintergangen. Ich glaube auch. Wir müssen meinen Vater warnen. Da kommt jemand! Schnell, Vater, bevor es zu... Bei den Ahnen, was ist hier geschehen? Es scheint, als kämen wir zu spät. Dylan hatte recht. Meine Tochter, sag mir, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Wir sind eben erst hier angekommen. Das ist nicht, das versichere ich dir. Warum? Wie sieht es denn aus? Trian ist tot, wenn du das meinst. Das ist es nicht, das versichere ich dir. Sie hat Trian auf dem Gewissen. Trian wusste, was sie vorhatte. Meine Herrin ist unschuldig. Sir Gorim, eure Loyalität macht euch als Zeuge unbrauchbar. Es fällt anderen zu, die Geschichte zu erzählen. Ihr, Speer, was ist geschehen? Trian und seine Männer waren vor uns dort. Es sah aus, als hätten sie gegen die dunkle Brut gekämpft. Lady Edukin ging auf sie zu und wirkte vollkommen freundlich, aber als wir näher kamen, befahl sie uns anzugreifen. Wow. Wow. So ein blöder Drecksack. Oh mein Gott, so ein blöder Rucksack. Nichts sagen. Franklin Ivo, ihr seid ein Mann von Ehre. Sagt uns, hat der Späher die Wahrheit gesagt? Das. Was? Das hat er, Herr. Es war schrecklich. Prinz Trian hatte nicht die geringste Chance. Danach hat Lady Edukin ihm seinen Siegelring abgenommen. Verräterischer Hund! Ruhe, Gorim! Möchtest du noch etwas dazu sagen, meine Tochter? Ich bin unschuldig. Wieso erkennst du nicht, dass das ein abgekatertes Spiel ist? Die Versammlung liebt mich. Sie wird erkennen, dass ich unschuldig bin. Es war Bien. Er steckt hinter all dem. Wieso erkennst du nicht, dass das alles irgendwie zu gut passt? Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Fesselt sie. Die Versammlung wird über sie urteilen. Nach Orsama. So ein kleiner Drecksack. Weißt du, ich freue mich, dass Bien so nett ist. Oh my fucking Lord, die sind beide beschissen. Was hab ich denn für eine Familie? Wie kann denn so ein netter Papa so beschissene Kinder hervorbringen? Die Verbannung, oh ja. Toll, super, freut mich. Und schon wieder in den Kerker. Ich kann hier gar nichts machen, film gerade auf. Hallo? Ihr habt 10 Minuten, Sir. So lauten die Befehle. Ich hoffe, ihr versteht das. Natürlich. Würdet ihr uns bitte allein lassen? Ja, Sir. Ich wäre früher gekommen, wenn sie es mir gestattet hätten. Wie geht es dir? Warum hat die Versammlung noch nicht nach mir geschickt? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Mir geht es gut, Gorim. Und dir? Trian ist tot. Was glaubst du, wie ich mich fühle? Mir geht's gut. Und dir? Es könnte besser sein. Und ich habe schlechte Neuigkeiten. Natürlich. Die Versammlung wird dich nicht anhören. Baelin hat Trians Platz in der Versammlung eingenommen. Er hat beantragt, dich sofort zu verurteilen. Und das wurde ohne Widerstand akzeptiert. Er hat es geschafft, dass die Hälfte der Versammlung für etwas gestimmt hat, das völlig gegen Tradition und Gerechtigkeit verstößt. Er muss das vorbereitet haben. Abmachungen getroffen und Bündnisse geschlossen. Seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren. Ich wusste doch, dass er ein Intrigant ist. Jesus, also was geschieht jetzt? Jetzt wird also Bien König, wenn mein Vater stirbt. Ich muss zugeben, dass Bien wirklich weiß, wie dieses Spiel gespielt wird. Er wird dafür büßen. Ich verdiene jede Strafe, die sie festlegen. Ja, ich muss zugeben, er... He knows the game of thrones. Er ist klüger, als wir dachten. Manchen der Lords, vor allem Harrowmont, ist Baelins plötzlicher Aufstieg zur Macht suspekt. Sie wollen etwas unternehmen, aber das dauert viel zu lang.
Die Versammlung hat bereits die Strafen für uns beide festgelegt. Was wird mit dir geschehen? Mir wird die Ritterschaft aberkannt und mein Name wird aus unserer Familiengeschichte gelöscht. Aber ich darf an die Oberfläche gehen und mir dort irgendeine Art von Leben aufbauen. Lord Harrowmont hat dafür plädiert, dich auf ähnliche Weise zu verbannen. Aber Balens Anhänger haben ihn überstimmt. Du wirst in den tiefen Wegen eingesperrt und musst gegen die dunkle Brut kämpfen, bis sie dich überwältigt. So soll dein Ende aussehen. Na, zumindest dies ein Ende, die eines Kriegers würdig wäre. Die Feiglinge waren zu schwach, es selbst zu erledigen. Ich bin also verdammt. Was sagt mein Vater eigentlich dazu? Lord Harrowmont sagt, der König liege krank im Bett. Der Gedanke, zwei seiner Kinder auf einmal zu verlieren, war zu viel für ihn. Lord Harrowmont hat mir gestattet, dich zu besuchen, damit ich dir Folgendes sagen kann. Duncan und die Grauen Wächter sind noch immer in den tiefen Wegen. In Tunneln, die mit denen verbunden sind, in die du gebracht werden sollst. Wenn du lange genug am Leben bleibst, um die Grauen Wächter zu finden, könntest du dich Duncan anschließen und entkommen. Das ist genau die Chance, die ich brauche. Würden die Grauen Wächter eine Verbannte aufnehmen, eine Mörderin? Duncan sagt, er würde meinen Vater fragen, ob ich den Wächtern beitreten darf. Willst du, dass ich Menschen um Hilfe bitte? Die Grauen Wächter scheinen gute Männer zu sein, für Menschen zumindest. Ich verdiene diese Gnade nicht. Ja, ich schätze mal, das ist die einzige Chance, die wir haben. Unsere Zeit ist zu Ende. Mögen die Paragons dein Schwert führen und möge der Stein dich aufrecht halten. Das gleiche wünsche ich dir, mein Freund. Ich werde immer dein Gefolgsmann bleiben, Lady Edukin. Sie sind jetzt bereit für euch. Ohne Scheiß, also mit der Vorgeschichte könnte ich Balen never ever zum König machen, das wäre total... Hier ist die Gefangene, Lord Harrowmont. Da ihr von der Versammlung Orsamas des Geschwistermordes für schuldig befunden wurdet, werdet ihr hiermit zur Verbannung und zum Tode verurteilt. Von diesem Moment an wird euer Name aus den Aufzeichnungen gelöscht. Ihr werdet nicht länger existieren, auch nicht als Erinnerung. Nur mit Schwert und Schild ausgerüstet, könnt ihr in den tiefen Wegen eurem Leben einen letzten Sinn geben, indem ihr die Feinde Orsamas bis zum bitteren Ende bekämpft. Habt ihr noch etwas zu sagen, bevor das Urteil vollstreckt wird? Ich bin unschuldig. Nennt ihr das Gerechtigkeit? Balen wird euch vernichten, so wie er es mit mir getan hat. Ich bekomme noch meine Rache. Ich will nichts davon. Das eine klingt jämmerlich, das andere nach Rache. Ich sag einfach gar nichts. Soldat, gebt der Angeklagten euer Schwert und euren Schild. Öffnet die Türen und lasst die Verurteilte hindurchgehen. Möge der Stein euch willkommen heißen, wenn ihr fallt. Ja, danke schön. Freut mich. Ich hab noch nicht mal Rüstung. Mit einem Kleid. Mit einem fucking Kleid. Allein. Ah. Toll. Was kann schon schief gehen? Wo muss ich jetzt lang? Ich kann nur eine Richtung, wa? Jupp. Es wird gespeichert. Ist aber nett, dass es nochmal speichert. Was haben wir denn hier? Ein Leichenarm. Noch mehr Zwerge. Oh Gott. Ah, fucking Spinnen. Hab ich gar keine... Nichts mehr. Ich hab nicht mal meinen verfickten Dolch mehr. Oh, das finde ich nicht gut. Den kannst du auch ein Schwert nehmen. Sehr schön. Jesus. Ja, ist okay. Du musst nur alle 10 Mal treffen. Das reicht schon. Wow. Arme Mietz. Ich werde es tun. Arme Spinne. Ja, dann ziehe ich mal direkt irgendwie was anderes an. Vielleicht wenigstens so ein bisschen, auch wenn ich barfuß gehen muss. Ich schätze mal, es ist alles besser als... Was ist das hier? Ja, 3 Rüstungen. Naja. Ah, das ist besser als... Nee. Unterhemd zu kämpfen macht keinen Spaß. Spaß? Ich wollte gerade sagen, hallo? Hab ich irgendwie nicht bemerken wollen, habe ich das Gefühl. Du kannst erstmal dich hier hinstellen und dann... Mach ich mal werde es tun. Achso, ich glaube, das geht noch nicht als hinten. Nee, das ist nicht ganz, glaube ich. Nicht mehrere. Oh, komm, zurück. So unfair. Ich bin allein. Alter. Ich habe ja vor allem nicht mal... Oh. Ja, mir fällt auf, ich habe auch keinen... Nichts mehr zum Heilen. Ist ja ungünstig. Das ist ungünstig.
Okay. Könntet ihr vielleicht Wundumschläge droppen? Das fände ich jetzt übrigens gar nicht mal so schlecht. Hier ist eine Holzkiste. Ihr droppt gar nichts. Natürlich nicht. Würde die Sache ja auch nur vereinfachen. Und einfach ist ja gar nicht. Weil einfach ist toter Zwerg. Oh, schön. Kriegt noch Handschuhe. Dies ist gut. Das ist genau das, was ich brauchte. Handschuhe. Nein, ich wollte auf das X drücken. Dankeschön. Achso, hier komme ich gar nicht. Komm ich? Nein? Okay. Ehrlich jetzt? Ich bin so unentschlossen. Ich weiß nicht, ob ich... Weißt du was? Ich speichere mal lieber zwischendurch. Die Story geht wirklich viel länger als die anderen gefühlt. Also mit den Dalish verglichen. Dalish kam mir so mega schnell vor. Betrachtet es als erledigt. Wie ihr meint. Ja, Deutsch der dunklen Blut bringt mir leider auch nichts. Ich hätte gerne meinen eigenen Deutsch wieder. Hat irgendwas von dem, was ich getan habe, eigentlich Konsequenzen jetzt gehabt für das, was passiert ist? Wahrscheinlich nicht, weil das wird immer so laufen, weil sonst kann uns ja Duncan mal wieder nicht aus der Scheiße retten. Leichnam der dunklen Brut. Hallo, Mr. Kleiner Tiefenlaurer. Ich hab verfehlt. Nee, hab ich noch nicht. Ich muss dich nur mal eben betäuben, damit du mir weniger... triff. Um Himmels Willen. Dankeschön. Kannst du bitte deinen Leichnam woanders platzieren? Das ist ein Skelett. Okay, da gehen wir lang. Und jetzt wird gleich eine Spinne spawnen. Goddammit. Doch nicht. Also, wenn man einmal denkt, man hat das System heraus. Oder macht das gar keinen Unterschied als Krieger, ob ich von hinten angreife? Kann das sein? Dass das nur als Schurke irgendwie eine Rolle spielt, wenn ich mich dahinter platziere? Das wäre irgendwie ernüchternd. Ich werde es tun. Ich meine, nicht mal schlecht. Ich meine, als Krieger, Tank kann sich nicht mal hinter die Viecher positionieren, aber dann habe ich das die ganze Zeit umsonst gemacht. Das fände ich traurig. Ich will nicht. Ja, was hast du dir gedacht? Come on! Nein, ich muss nicht mehr rumlaufen. Obwohl jetzt mache ich 14 schon. Ja gut, nee. Nee, macht keinen wirklichen Unterschied. Könnte man nicht auch einen Weg nach draußen finden? Jetzt mal ganz doof gefragt. Ich meine, hier leuchtet doch immer wieder Licht, weißt? Wenn du dir einfach aus irgendeinem Material Spinnenweben zusammenwebst zu einem Seil und das dann da oben und verankerst und dann rausklappst. Nein. Kannst du bitte angreifen? Bevor er dich vielleicht kaputt macht. Dankeschön. Gaga, drop mir ein paar schicke Schuhe. Mama braucht Schuhe. Dankeschön. Bitte. Ah, komm, hau. Stirb schneller. Danke. Ah, toll. Toter Zwerg. Wieso ist hier ein toter Zwerg? Ein frischer toter Zwerg? Kannst du ihn bitte einfach töten? Töte ihn einfach. Danke. So, ihn kannst du hier mal ein bisschen... Are you fucking shitting me? Hat der mich gerade betäubt? Blöder Drecksack. Hier. Kannst dich erstmal auf den Boden legen. Stich auf ihn ein. Ausgezeichnet. Betrachtet es als erledigt. Überragende Stachelrüstung. Was habe ich da gesehen? Oh ja. Oh, das nehme ich aber gern. Das sieht doch schon ein bisschen bequemer aus. Damit kann ich leben. Hast du noch irgendwas Interessantes? Nein, natürlich keine Schuhe. Ihr dürft mir gerne Schuhe droppen. Also so ist nicht, ne? Ich würde sie auch wieder anziehen. Ich habe da gar kein Problem mit. Man soll ja Gutes nicht einfach wegschmeißen. Ging es da lang? Dann ging es tatsächlich lang. Wir gehen einfach mal hier. Ich meine, es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Würde ich jetzt fast mal muten. Außer natürlich den Weg, den ich nehme. Der ist grundprinzipiell der falsche, wenn ich mal den richtigen haben möchte. Bräuchte noch einen AOE-Angriff, aber so viel Schaden machen die zum Glück nicht. Ein! Ist ja süß. Betrachtet es als erledigt. Genau. Leg dich mal hin. Mach mal in Ruhe. Seid bloß vorsichtig! Ja, einmal noch. Yay! Wie ihr meint. Jetzt du noch. Auf einen Schaden. Ist das süß! Seid ihr niedlich. Das fühlt sich an wie so ein leichtes Kitzeln. Ich finde, dass wenn die verwirrt sind, man echt treffen sollte. Das kommt mir so albern vor, wenn ich einen stehenden, sich nicht bewegenden Gegner nicht treffe. Go! Oder am Boden liegt vielleicht. Wenn ich da einfach daneben haue, dann wahrscheinlich das Schwert zu schwer ist für mich. Sehr schön. Oh, ein Wundumschlag. Yay! So, noch ein toter Zwerg und noch ein toter Zwerg.
Hier haben wir, meine Freunde, was ich Schuhe nenne. Yes. Okay, jetzt fühle ich mich schon deutlich, deutlich besser. Das ist eine schwere Rüstung, leichte Rüstung. Wir können ja schwer tragen. Und ein Schild. Einen besseren Schild, wie ich hoffe. Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Es geht voran. So, damit können wir uns hier schon Wochen aufhalten und einfach dunkle Brut schnetzeln. Das Problem wird halt das Essen und vielleicht trinken können. Ob wir uns hydriert halten können, indem wir Tiefenaurerblut trinken? Verstehst du, was ich meine? Ich meine, es ist nicht lecker, aber reicht das? Und vielleicht können wir auch Schwitzwasser von den Steinen lecken. Weißt du? Irgendwo wird es ja wohl Flüssigkeitquellen geben, außer Lava. Jede Menge Lava. Hallo, Duncan. Beim Erbauer eine Zwergin. Lady Idukin, wieso bist du allein hier? Wo sind deine Truppen? Wie lange seid ihr bitte schon hier? Ich bin nicht mehr Lady Idukin. Immer eine Frage nach der anderen, bitte. Die Grauen Wächter sind nicht die einzigen, die hier überleben können. Es tut gut, euch wiederzusehen, Duncan. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Obwohl ich noch immer viele Fragen habe. Beispielsweise, was du allein hier in diesen Tunneln machst. Darf ich fragen, was geschehen ist? Ich habe Orsama verlassen. Ich wurde verbannt. Bane hat mich verraten. Ich sage mal, Butter bei die Fische, ich wurde verbannt. Verbannt? In diese Tunnel des Todes? Welches Verbrechen könnte so schrecklich sein? Ich glaube nicht, dass uns Angelegenheiten zwergischer Ehre etwas angehen. Du musst nicht auf die Frage antworten. Ich danke euch. Mein Bruder hat mich verraten. Ich will ihn jetzt nicht an den Pranger stellen. Das bringt auch nichts. Ich brauche kein Mitleid. Ich will einfach nicht darauf antworten. Es ist nicht die Art dieses Ordens, über die Vergangenheit anderer zu urteilen. Du hast bereits bewiesen, dass du sowohl fähig als auch einfallsreich bist. Nichts anderes hätte ich von einer Idukin erwartet. Bei unserem letzten Gespräch hast du gesagt, du würdest dich unserem Orden gerne anschließen. Du hattest es dir sicher anders vorgestellt, aber du könntest hier dennoch große Ehre gewinnen. Als Anführer der Grauen Wächter in Ferelden lade ich dich in aller Form ein, unserem Orden beizutreten. Oh, es wäre mir eine Ehre, ich akzeptiere. Es sieht nicht so aus, als hätte ich eine andere Wahl. Wenn es mich aus den Themen Wegen herausführt, gehöre ich euch. Zum ersten Mal habe ich keine Möglichkeit, das abzulehnen. Es wäre mir eine Ehre. Dann sei willkommen. Wir brechen sofort nach Ostagar auf, zu den von König Kaelin angeführten Truppen der Menschen, die den Horden der dunklen Brut entgegentreten. Bleib bis dahin in meiner Nähe. Die dunkle Brut lauert hinter jeder Ecke.